Der Regenbogen, Symbol der Vielfalt, offenbar mutwillig zerstört. Kein Zufall. In Florida tobt ein Kulturkampf. Politisch befeuert von Gouverneur Ron DeSantis. Es geht um Freiheit, Akzeptanz, Toleranz. Bis in den Schulunterricht hinein. Hier werden Kinder sexualisiert. Das ist keine Bildung. Ich stehe im Kreuzfeuer mit einer Zielscheibe auf dem Rücken. Florida, der Sunshine State, Urlaub, Party, Palmen und Vielfalt. Die eine Seite des Bundesstaats. In Miami Beach wird Diversity gelebt und gefeiert. Das ist aber nicht überall so. In Florida und in anderen Bundesstaaten tobt ein sogenannter Kulturkampf. Und Florida ist ganz besonders oft in den Schlagzeilen. Das liegt am republikanischen Gouverneur Ron DeSantis. Der hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Eltern Bücher, die ihnen nicht passen, unter bestimmten Umständen aus Schulbibliotheken entfernen lassen können. Er will damit Donald Trump besiegen, das ist nämlich sein Konkurrent im Rennen um die republikanische Präsidentschaftskandidatur. Viele Konservative finden gut, was DeSantis macht, für andere Menschen hat das aber sehr konkrete Auswirkungen auf ihr Leben. Ich bin emotional. Ich habe mir hier ein schönes Leben aufgebaut. Ich bin vor 14 Jahren hergezogen, für einen Neustart. Micah DeSanti verlässt Florida. Er zieht zurück in seine Heimat New Jersey. Von dort kam er vor 14 Jahren hierher, damals als Frau. Als Kind sei er ein ziemlicher Wildfang gewesen. Man habe ihn den Sohn, den sein Vater nie hatte, genannt, erzählt er. Dann kam die Pubertät. Sein Highschool-Jahrbuch zeigt ihn als junge Frau. Erst 2009 habe er sich getraut, so zu sein, wie er sich wirklich fühlt. Das war in Florida. Auch deshalb sei es schwer für ihn zu gehen, sagt er. Ich möchte nicht wegziehen. Hier habe ich eine Familie gegründet. Hier habe ich meine Kinder adoptiert. Meine Tochter Jada könnte jeden Tag ihr Baby bekommen. Ihr Geburtstermin steht an. Warum glauben Sie, dass Sie gehen müssen? Ich bin hier nicht mehr sicher. Das Leben hier ist teuer geworden. Vor allem aber will Micah weg aus dem Staat, in dem er sich als Mensch nicht mehr akzeptiert und in seinem Job als Lehrer angegriffen fühlt. Ich stehe im Kreuzfeuer. Sogar an meiner Schule, die mich unterstützt, hat sich eine Mutter über mich beschwert. Ich will mir nicht vorstellen, wie das in diesem politischen Klima andere Leute ermutigen wird. Gefühlt habe ich eine Zielscheibe auf dem Rücken. Durch ein Gesetz von Gouverneur Ron DeSantis können sich Eltern offiziell über Lehrerinnen und Lehrer wie Micah beschweren. Das kann Lehrkräfte den Job kosten. Und auch ein weiteres umstrittenes Gesetz hat Ron DeSantis erst vor wenigen Wochen unterschrieben. Es erschwert Transmenschen wie Micah und anderen, die nötigen Medikamente zur Geschlechtsangleichung zu bekommen. Micah engagiert sich öffentlich für die Rechte der LGBTQ-Community, auch um anderen zu helfen. Ich bekomme meine Hormone nicht mehr. Aber hier, mit Menschen, die mich verstehen, ist die psychische Belastung nicht so groß. Wir finden gemeinsam Lösungen füreinander. Die LGBTQ-Community und Ron DeSantis. Der Begriff Vogue ist nicht nur in Florida, sondern in den gesamten USA zum Kampfbegriff geworden. Er meint, Rassismus, Sexismus und Diskriminierung wahrzunehmen und alle Menschen zu akzeptieren, unabhängig von Hautfarbe oder sexueller Identität. Ron DeSantis ist mit seinem Kampf gegen die Woke-Ideologie, wie er sagt, in Florida erfolgreich. Wir lehnen die Woke-Ideologie ab. Wir bekämpfen die Woken in der Legislative. Wir bekämpfen Woke in den Schulen. Wir bekämpfen Woke in den Konzernen. Wir werden niemals vor dem Woke-Mob kapitulieren. Florida ist der Ort, an dem Woke stirbt. Florida is where Woke goes to die. Das von ihm unterzeichnete sogenannte Don't Say Gay, auf Deutsch Sag nicht Schwul-Gesetz, verbietet an öffentlichen Schulen Unterricht zu sexueller Orientierung und Geschlechteridentität. Konservative wie Catalina Stubbe feiern ihn dafür. Die Mutter von 4 Kindern engagiert sich in der konservativen Organisation Moms for Liberty.
Die versucht im ganzen Land durchzusetzen, dass Bücher zum Beispiel zu Rassismus und vielfältigen Lebensentwürfen aus Schulen verschwinden, wie dieses Aufklärungsbuch. Wenn man Kinder nicht gerade zu Sexarbeitern erziehen will, weiß ich wirklich nicht, wozu dieses Buch gut sein soll. Ich verstehe es nicht. Es geht aber nicht nur um Bücher, die sich mit Sex beschäftigen. Durch DeSantis Gesetz wurde auch dieses Buch verboten, basierend auf einer wahren Geschichte über zwei New Yorker Pinguine. Zwei männliche Pinguine, die ein Küken großziehen. Warum stört sich ihre Organisation daran? Hier wird gleichgeschlechtliche Liebe gezeigt. Das ist speziell. Das ist außerhalb der Norm. Sollen die Kinder lernen, dass das normal ist? Normal ist, dass ein Mann und eine Frau Kinder großziehen. Unterricht zum Beispiel zu Sklaverei führe zu Schuldgefühlen bei Kindern, sagt sie. Sexualkundeunterricht über Transmenschen oder Homosexualität verwirre diese. Wenn Kinder verwirrt sind, bekommen sie Angstzustände, die sie nicht kontrollieren können. Das stürzt sie in Depressionen. Wir verlieren schon jetzt zu viele Menschen wegen dieser Ideologie. Unterricht zum Beispiel über Homosexualität, für sie Indoktrination. Es ist nicht richtig, Menschen zu indoktrinieren. Manche Leute sagen, solche expliziten Bücher zu schreiben sei Redefreiheit. Wenn sie diese Bücher an Kinder weitergeben, ist das kriminell. Das ist, als würde man einem Kind Pornografie unterschieben. Das ist kriminell. Schulunterricht muss altersgerecht sein. Darin ist sich Tiffany Bell mit den Moms for Liberty einig. Ihre Tochter Michaela ist Schülerin von Maika DeSanti. Die Mutter glaubt, dass es um Sexualität und altersgerechte Aufklärung in der ganzen Debatte um Bücher nicht alleine gehe. Die nehmen den Menschen ihre Individualität und versuchen sie zu etwas zu zwingen, das ihren Vorstellungen entspricht. Das mögen die Ansichten einiger dieser Leute sein, aber nicht aller. Natürlich seien Kinder und Teenager leicht zu beeinflussen, aber... Glauben wir wirklich, dass sie keinen Zugang zu all dem durch die sozialen Medien haben? Und dort finden sie vielleicht keine gute Quelle, die ihnen tatsächlich Fakten vermittelt, sondern wo sie tendenziöse Informationen bekommen. Du wirst deine Kinder nicht schützen können. Sie müssen in der Lage sein, selbst Entscheidungen zu treffen und dafür auf allen Ebenen ausgebildet werden. Dass Maika DeSanti bald wegzieht, macht besonders Tochter Michaela traurig. Mr. Des, so nennt sie ihn, war für sie nicht nur Lehrer, sondern Vertrauensperson, erzählt sie. Er habe ihr viel fürs Leben mitgegeben. Sei du selbst und akzeptiere andere. Das haben sie in ihrem Klassenzimmer gelebt. Man kam rein und dachte, Oh mein Gott, hier werde ich akzeptiert. Hier kann ich ich selbst sein. Sie waren einfach Sie, Mr. Des. Das ist toll. Mission erfüllt. Maika hat sich vorgenommen, nicht einfach so zu gehen. Einen Teil seiner umstrittenen Bücher hat er Michaela und den anderen in der Schule geschenkt. Einige verteilt er über eine Buchbox an die Nachbarschaft. Ich verlasse zwar den Bundesstaat, aber ich lasse ein kleines Stück Widerstand zurück. Und wenn ich in New Jersey sicher bin, unterstütze ich den Widerstand von dort aus. Help support the resistance. Das sei seine Botschaft an Ron DeSantis und dessen umstrittene Politik. In Florida ist Ron DeSantis mit seiner Politik erfolgreich. Aber ob es auch fürs Weiße Haus reichen wird? In anderthalb Jahren wird in den USA erst gewählt und es steht noch gar nicht fest, wer für die Republikaner eigentlich ins Rennen um die Präsidentschaft gehen wird. Im Moment liegt Donald Trump laut jüngsten Umfragen vor Ron DeSantis. Was meint ihr? Wird DeSantis am Ende mit seiner Politik und dem Kulturkampf erfolgreich sein?